Neugierige Blicke in Bad Blankenburg. Durch die Innenstadt fahren zwei neue Glocken. Heute sollen sie ihren Platz im Turm der Nikolaikirche einnehmen. Das ist für mich ein ganz bewegender Moment. Ich bin kurz vorm Ruhestand und da nochmal zu erleben, neue Glocken, das erlebt man ganz selten. Mit einem Gottesdienst feiert Pfarrer Andreas Kempf die beiden neuen Glocken. Die Weihe findet draußen statt. Hier hängt inzwischen eine der beiden alten Stahlglocken am Kranhaken. Sie ist beschädigt und durfte schon lange nicht mehr geläutet werden. Das Geld für die neuen Glocken kam über Spenden zusammen. Ich finde das ganz toll und sehr emotional. Keiner hier wird das nochmal erleben. Und das ist so ein Gänsehautgefühl. Es sind ja unsere Glocken für die Gemeinde. Und wir freuen uns, wenn sie dann läuten. Bernd Kerntopf prüft mit dem ersten Anschlag den Klang der Glocken. Die größere der beiden wiegt immerhin fast eine Tonne, die kleine eine halbe. Unter den aufmerksamen Blicken der Zuschauer geht es dann in luftige Höhen, wo schon die Glockenbauer warten. Sie müssen die Glocken nur noch oben im Turm montieren. Schon in zwei Wochen werden die Glocken die Adventszeit in Bad Blankenburg einläuten. In zwei Jahren soll dann die ganze Nikolaikirche wieder im alten Glanz erstrahlen.